Es ist Schlafenszeit, die Sterne funkeln schon am Himmel und der Mondschein erleuchtet den Wald. Unsere kleinen Camper kriechen gleich in ihre Schlafsäcke und träumen von neuen Abenteuern. Gute Nacht, ihr kleinen Camper. Aber Moment mal, was ist denn das für ein Geräusch? Ein Grizzlybär? Ein hungriger Wolf? Ach so, das sind die kleinen Waldbewohner. Sie sollten eigentlich auch schlafen gehen, aber sie sind noch wach. Wollt ihr das Licht ausschalten und sie ins Bett schicken? Wenn Jasmin tanzt, vergisst sie alles um sich herum, sogar das Schlafengehen. Gute Nacht, kleiner Bär. Hanna, wir wissen, dass du die Nacht gern hast, weil du den Mond und die Sterne betrachten kannst. Aber leider gehörst du um diese Zeit ins Bett. Gute Nacht, kleiner Fuchs. Schau mal, Olivia spielt immer noch mit ihren Käfern. Du kannst morgen weiterspielen, Olivia. Gute Nacht, kleines Streifenhörnchen. Anton hat den Kopf immer voller Ideen. Und wenn er ins Bett soll, kann er schlecht einschlafen. Vielleicht träumt er von seinem nächsten Meisterwerk. Gute Nacht, kleines Stinktier. Nils will weiter mit seinen Bauklötzen spielen, aber es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, kleiner Maulwurf. Gute Nacht, kleiner Specht.
Cindy braucht ihren Schlaf, damit sie für das große Spiel morgen ausgeruht ist. Sie ist so aufgeregt. Hoffen wir, dass sie einschlafen kann. Gute Nacht, ihr kleinen Camper. Jetzt schlafen alle und träumen von neuen Abenteuern. Seid ihr auch bettfertig? Habt ihr euch schon die Zähne geputzt? Na dann, gute Nacht. Träumt was Schönes und vergesst nicht, das Licht auszumachen.